Hey Leute und damit herzlich willkommen zum Twilight Princess Randomizer. Wir stehen hier in Kumula vor dem Bossfight. Es geht direkt los mit dem Feuerdrachen. Und ich sag mal so, die erste Phase ist noch relativ simpel. Ja, man muss sich die ganze Zeit hin und her ziehen, ne? Da kann man nicht hochklettern, nein. So. Genau, auch erstmal wieder reinkommen in das Game hier. Schon lange nicht mehr gegen den Feuerdrachen gekämpft. Aber theoretisch müssen wir jetzt nur noch hier hoch. So, am besten machen wir mal den. Ziehen uns da an seine Glocke dran und schmeißen den mal ordentlich runter. So, da kriegt er hier nämlich einen schönen Crash. Ja, aktuelles Problem ist halt, er hat eine fette Rüstung an. Gegen die wir nichts machen können. Die müssen wir erstmal loswerden. Deswegen ballern wir den jetzt erstmal schön runter. Und dann musst du eigentlich einfach nur schnell genug sein und dich da hochziehen. So. Jetzt waren wir zu schnell. Zack. Ja, ich sag mal, die erste Phase, die ist ein bisschen komisch, finde ich. So, Rüstung ist down. Er offenbart seinen Schwachpunkt. Und damit beginnt jetzt die zweite Phase. Er wird auch ein bisschen wütend. Es fängt an zu regnen. Er nimmt sich die Winde und den Sturm als Hilfe. Ich frage mich, wer den in diese Rüstung gepackt hat. Das muss ja eigentlich einer von Ganondorf oder Zando gewesen sein. Zando wahrscheinlich eher, oder? So. Nö, nö. Ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, uns an diese Dinger da oben dran zu ziehen. So, und dann müssen wir den ein bisschen verarschen hier. Wir müssen quasi warten, bis der anfängt Feuer zu speien. Dann müssen wir schnell genug sein und versuchen, hinter ihn zu kommen. Was? Nee? Warum? Warum endet er seine Blickrichtung? Ah. Das müssen wir später machen, ja. Aber jetzt, in der ersten Phase noch nicht. In der ersten Runde von dieser Phase. So. Ja, ich glaube, mein Problem war, ich muss einfach die ganze Zeit dieselbe Taste gedrückt halten. Los, mach Feuer. Ja, ich habe einmal losgelassen. Ich glaube, das war mein Fehler. Dann nimmt er sich gleich einen anderen Fokuspunkt. So, und jetzt da drauf zielen. Und dann schön mit dem Schwert reinbashen, Junge. Ja, Mann. Und ich glaube, das müssen wir dreimal machen. Huh? Was soll denn das denn? War eine ganz komische Ansicht gerade. So. Und da sind wir schon wieder oben. So, wir warten noch mal kurz, dass er Feuer speit. Problem ist jetzt, in den nächsten Runden hat er dann immer mal so Aussetzer.
Und dann fängt er zweimal an, Feuer zu speien. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir dann halt die Richtung wechseln. Ich weiß aber nicht, ob der das jetzt macht oder erst in der nächsten Runde, ne? Okay, man kann aber echt nicht. Ihn selber kann man nicht anvisieren. Obwohl da eigentlich so eine Pfeiltaste drauf ist. Eine Markierung, sag ich mal. So, okay. Und damit letzte Runde. Jetzt will er uns nochmal verarschen. Dü-dü. So, passt auf. Er fängt an, Feuer zu speien. So wie in den letzten zwei Runden auch. Aber er wird gleich seine Richtung ändern und wird nochmal anfangen. Und das ist eigentlich das Fiese an der Sache. Das muss man wissen, ansonsten wird man da wahrscheinlich, wenn man den blind macht, den Boss beim ersten Mal runtergefegt. So, und jetzt wieder hinten auf seinen Rücken drauf. Und damit hammern. Goodbye, Feuerdrache. Darauf erstmal einen schönen Schluck Kaffee, Leute. Sehr gut. Da, 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 da. Hä? Wieso die Eisenstiefel? Hä? Ich bin gerade mega... Okay, wir kriegen Geld. Du hast 100 Rubine bekommen. Warum die... Hä? Warum denn die Eisenstiefel? Oder ist das gerade nur so ein random Bild? Zando ist schon tot. Du bist ein bisschen in der falschen Reihenfolge mit einer... Dein Zeitstreifen stimmt, glaube ich, nicht. Okay. Aber die Stadt über den Wolken ist erledigt. Ich habe es markiert. Und wir sammeln jetzt noch die Eisenstiefel ein. Wieso denn die Eisenstiefel? Ah, weil das so ein Verarschding ist. Klar. Hä? Hier, kein Schaden. Interessant. Jo, bring mich weg hier. Ich will hier nie wieder hin. Ganz ekelhaftes Gebiet hier. Mag ich gar nicht. Okay, Leute, aber ich würde sagen, damit hat sich unser Ziel erstmal geändert. Wir gehen, glaube ich, nochmal in den Haiersee. Ne, in den Wasserdungeon. Wäre jetzt so mein Gedanke dabei. Ja. So, erledigt. Ja, ach so, jetzt kommt der Damage. Sorry. Hier nochmal kurz durch, aber ich glaube, wir haben alles, ne? Jo, alles erledigt. Feuer frei. So, dann rein da. Und wir gehen in den Wassertempel. Und ich glaube, drei Schatzkisten und Miniboss fehlt uns da noch. Tisch. Und gleich weg. So, dann rüsten wir direkt doch mal unsere Wasserrüstung aus. Insekten haben wir auch noch abzugeben, ne? Müssen wir auch noch machen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Der eine Wolf wartet auch noch vor der, vor dem Eingang von Schloss Hyrule wartet der eine Wolf noch. Also eine okkulte Kunst in Anführungsstrichen. Aber ansonsten fühle ich mich, als ob wir alles gemacht haben, oder? Fällt euch spontan jetzt noch irgendwas ein, was wir machen müssen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.
Also irgendwelche krassen Dinge, irgendwelche... Hä? Okay. Verstehe ich nicht. Was? Irgendwelche Quests, die wir jetzt ausgelassen haben? Fällt euch noch irgendwas ein? Wie gesagt, einfach in die Kommentare reinhauen. Es muckt mich halt ein bisschen auf, dass uns noch so Geisterseelen und so fehlen. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. War. Aber ich sag mal so, ich hätte wenig Bock jetzt da unbedingt nachzusuchen. Deswegen, wenn uns jetzt nicht irgendwelche Kern-Items fehlen, wirklich wie ein paar Herzteile oder so, dann würde ich danach jetzt auch nicht wirklich suchen. Ja, ich würde da jetzt wirklich drauf warten, was wir jetzt so mit Schloss Hyrule und in der Wüstenburg und so noch bekommen. Aber ansonsten würde ich da jetzt wirklich nicht unbedingt danach suchen, wenn es nicht sein muss. Aber ich will trotzdem zumindest ja, das Game mit vollen Herzcontainern, allen Flaschen und so beenden. Allen okkulten Künsten, allen Items. Das wäre so mein Hauptziel. Naja gut, darunter zählen ja auch die Geisterseelen. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie anstrengend das wird. Ich muss jetzt sowieso erstmal gucken, wo ich hin muss. Ja genau, da in diese Passage muss ich. Da gibt es zwei Schatzkisten, eine Schatzkiste. Und das war's. Jo. Das müssen wir machen. Okay, die Frage ist, wo muss ich denn hin? Das ist die große Frage, die ich mir stellen muss. Ich glaube, das könnte richtig sein. Wenn nicht, kann ich mich da, glaube ich, sogar droppen lassen. Dann bin ich zumindest im richtigen Raum. Genau, das ist eigentlich der falsche Raum. Aber wie gesagt, ich kann halt, glaube ich, in die Tür hier rein, kann mich droppen lassen und dann bin ich im richtigen Raum. Das sollte passen. Richtig? Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ja, Mensch. Und jetzt muss ich hier rein, ne? Und da hat uns halt noch ein Schlüssel gefehlt, deswegen sind wir nicht weitergekommen. Und das war, glaube ich, auch schon alles. Genau. Perfekt. Ja, nice. Im letzten Randomizer haben wir hier, glaube ich, unseren Schattenkristall gefunden. Heißt der Schattenkristall? Keine Ahnung. Ich glaube, der heißt Schattenkristall. Für, das Ding, das wir uns halt verwandeln können, ne, in Wolf. So, warte mal. So, Schatzkiste Nummer 1. Beinhaltet ein Herzteil. Das ist gut. Das ist Nummer 39. Und hier ist dann das nächste. Vielleicht auch ein Herzteil? Na? Nee, Pfeile. Schade. Ja, uns fehlen jetzt noch 6 Herzteile insgesamt. Ich hatte das letzte Mal erwähnt, uns fehlen ja nur noch so und so viele, weil ich irgendwie der Vermutung war, dass wir ja nur 4 Herzteile brauchen, um einen neuen Herzcontainer zu generieren, aber in Twilight Princess ist es ja so, dass man 8 Herzteile braucht. 5 Herzteile braucht, um das zu tun. Zack. Jo. Springen wir das Ding mal weg hier. Und dann steht uns noch ein kleiner Mini-Boss-Kampf bevor. Und ich hätte gesagt. So, jetzt kommen wir beim Miniboss raus, ne? Ich hätte gesagt. Ja, danach machen wir Schloss Hyrule erstmal. So, zu das Ding. Und der hängt jetzt an der Decke, ne? Ich glaube, mit Bombenpfeilen kriegt man den sogar ziemlich easy hin. So.
Also ein bisschen Goma-like. Musst erstmal nach oben gucken. Aber warte mal, ich glaube, ich muss den einmal rausziehen, ne, mit der... Die Riesenwirbelattacke fehlt uns halt auch noch. Das ist, das merke ich immer. Riesenwirbelattacke ist schon ein geiles Item. Sonst macht er so einen Bauchplatscher. Wie jetzt? Ging das nicht easy mit Bombenpfeilen? Bin ich da falsch? Irgendwie war ich der Meinung. Oh, hier geht ja gar nichts. Na gut, dann halt nicht. Warte, ich versuche mal. Genau, der hat jetzt eine Bombe geschluckt. Genau, so funktioniert das. Jetzt hab ich's. Immer wenn er seinen Mund aufmacht, da kannst du eine Bombe reinwerfen im richtigen Moment. Oder halt einen Bombenpfeil und dann funktioniert das. Ah, jetzt hatte ich's. So, er hier. Richtig geile, ekelhafte Schatzkiste. Die würde ich eigentlich nicht anfassen. Ah, 10 Rubine, geil. Jo, aber damit haben wir den auch abgeschlossen, den Tempel. Sehr schön. Bin zufrieden. Kann ich mich denn nicht hier irgendwie... Ich kann mich nicht rausporten, ne? Mann, ist das traurig. Das ist echt traurig. Okay. Gut, Leute, aber damit ist der Dungeon hier completed. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Wüstenburg. Und der Miniboss in der Wüstenburg. Ich glaube, das sind dann auch nochmal, ich weiß nicht. Ein paar Schatzkisten kriegt man in der Wüstenburg auch noch. Lass es so 4 oder 5 Stück sein. Und ansonsten sieht das doch eigentlich ganz nice aus bei uns. Also ich bin sehr zufrieden. Wahnsinnig zufrieden sogar. Okay, wir drehen uns mal eine Runde zum Ausgang. Wir gehen wieder raus und ich würde sagen, wir holen uns noch die okkulte Kunst vom Wolf, vom Schloss Hyrule. Weil uns bleibt ja jetzt eh erstmal nichts anderes übrig, außer ins Schloss zu gehen oder halt nach Geisterseen zu suchen. Das sind die zwei Optionen, die wir aktuell haben. Und da würde ich erstmal ins Schloss gehen. Weil das Schloss können wir im Ernstfall immer noch abbrechen, nachdem wir das komplett fertig gemacht haben. Da gibt es halt auch eine fette Schatzkammer. Da gibt es auch nochmal so viele Schatzkisten. Ne? Schloss Hyrule ist auch nochmal so big und so viele Schätze. So viele Schlüssel. Da gibt es ordentlich noch was zu finden. So. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie gehen wir denn die ganze Sache jetzt hier an? Ich muss jetzt erstmal irgendwie wieder rauskommen. Kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist, hier rauszukommen. So, zack. Bitte nicht springen. Bitte nicht springen. Warte noch einen Moment. Jetzt darfst du springen. Ah, Hilfe. Okay. Wo ist der Ausgang, Leute? Also ganz ehrlich, da fehlt mir irgendwie... Da fehlt mir so ein bisschen was in Twilight Princess. Um schnell aus einem Dungeon rauszukommen. Gerade in so einem Randomizer. Da könnte man doch mal irgendwie sowas einfügen wie ein Portal. Oder dass du dauerhaft Tante dabei hast. Das wäre irgendwie geil. Oder vielleicht ein extra Item, womit du dich raus teleportieren kannst. Das hätte ich jetzt irgendwie gefühlt. Ich muss jetzt hier rauslatschen, das ist ja schon irgendwie doof. Naja gut. Müssen wir so hinnehmen. Ist halt so, ne? Aber da ist schon Twilight Princess, Ocarina of Time ein bisschen besser, ne? Dass du dich einfach rausporten kannst. Dass du dann extra eine Magie hast, womit du wieder an Ort und Stelle dich porten kannst, auch wenn ich das selten einsetze. Aber so an sich, besser durchdacht. Gerade für den Randomizer, saugeil. Okay, ich will mich mal nicht beschweren. Das mache ich leider viel zu gerne.
Aber wir gehen jetzt noch zu Schloss Hyrule. Ne, dafür, dass ich jetzt hier ewig lange aus dem Tempel rausgerannt bin, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Überlänge und holen uns noch schnell die okkulte Kunst. So. Also, in Anführungsstrichen die okkulte Kunst. Wir wollen noch sehen, was der letzte Wolf für uns bereithält. Ansonsten... Ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Auch minispielmäßig haben wir, glaube ich, alles gemacht. Mir fällt zumindest gerade nicht ein, was wir noch machen könnten. Wie gesagt, wenn euch noch irgendwas einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit wir hier wirklich möglichst vollständig rausgehen aus dem Ganzen. Ah ja, und die Insekten können wir noch holen. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall noch, bevor wir ins Schloss gehen. Vielleicht ist bei den Insekten ja auch noch ein Schlüssel dabei für die Wüstenburg, weil dann würde ich erst die Wüstenburg machen. So, wir teleportieren auf jeden Fall nochmal ganz kurz zu Schloss Hyrule, holen uns noch schnell die okkulte Kunst und dann ist Feierabend für heute. Dann würde ich sagen, starten wir im nächsten Part damit, dass wir die zwei oder drei Insekten noch holen, die wir noch offen haben. Vielleicht ist da, wie gesagt, der Schlüssel noch dabei bei den Items jetzt, die da im Pool sind. Und ansonsten starten wir dann offiziell im nächsten Part mit Schloss Hyrule. So schaut es aus. So. Da kann ich ja übrigens nochmal ein bisschen Werbung machen. Falls ihr Bock habt, schaut doch gerne mal auf zeldajunge.com vorbei. Meiner Website, die jetzt seit ja, einem Monat oder so offiziell öffentlich ist. Und da könnt ihr schöne aktuelle Projekte sehen. Also wirklich eine tolle Übersicht über alle YouTube-Projekte, die ich mache. Ein paar Infos könnt ihr euch holen. Ihr könnt mir auch Fragen stellen oder Vorschläge machen. Schaut da gerne mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt schon weggehen. Die hatten Angst vor mir. Seht ihr das? Die dachten immer noch, ich bin der Wolf. Ich bin der Wolfmann. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und da liegen Pfeile. Shit. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge.